So, meine lieben Zuschauer und Abonnenten, es ist der 1. Oktober und es ist wieder Zeit für ein neues Infovideo. Genauso wie ich es mir vorgenommen habe in der letzten Zeit, möchte ich jetzt dieses Infovideo ein wenig kompakter gestalten. Privat oder ähnliches gibt es auch jetzt so gesehen nicht viel Neues. Ich hatte teilweise so meine Problemchen, so in der dritten Woche des Septembers war wieder einiges los und man hat es dann auch an den Zeiten ein bisschen gemerkt. Denn eigentlich hatte ich die Zeiten alle recht gut eingehalten, bis auf vielleicht mal ein Video, was mal statt um 19 Uhr 19.30 kam. Aber wie gesagt, dann diese letzte, beziehungsweise nicht die letzte, die dritte Septemberwoche, da war dann leider ein bisschen sehr viel los und da ging dann nicht mehr viel. Da habe ich dann auch mal ein Video um 22 Uhr rausgehauen als Beispiel. Im Allgemeinen kamen die ganzen Videos in dieser besagten dritten Septemberwoche recht spät, meistens im letzten Release-Fenster. Oder dann habe ich mal wiederum versucht, 12 Uhr mittags zu releasen, einfach auch mal als Test und auch Zuschauer von da dann zu erreichen. Es war aber recht erfolgreich, diese Sache. Besser, als ich eigentlich, ja, mir erhofft hatte. Nun, und der vergangene Monat war nicht ganz so bunt wie jetzt der Monat davor, aber nicht weniger gut. Angefangen hat's mit Cooksurf Delicious. Da waren auch gleich die Hungry Festivities und solche Sachen am Start. Schöne Folgen gewesen. Dann hatte ich eine angenehme große Menge an Black Mirror Folgen. Also ich habe im September 7 Folgen rausgehauen. Das war schon einiges. Und da scheint es auch wirklich Leute zu geben, die diese richtig gerne schauen und alle Folgen gesehen haben und richtig auf die neuen Folgen fiebern. Habe ich auf jeden Fall das Gefühl. Da möchte ich auch mal Miss Fresh TV ganz lieb grüßen. Das ist also wirklich eine davon. Die scheint fast schon ein richtiger Fan von diesem Let's Play zu sein. Also Grüße gehen raus an dich. Dann hatte ich wieder mal in Hearthstone versucht, mir so eine Art Challenge zu stellen. Da hatte ich allerdings den Fehler gemacht, dass ich eigentlich dachte, ich habe noch nie wirklich Schamane gespielt. Also jetzt speziell auf dem Kanal und in PvP-Situationen, jetzt offscreen nicht. Was aber nicht stimmte. Dafür kann ich mich nur entschuldigen. Die Videos waren aber dennoch ziemlich nice, wie ich finde. Und ich habe auch ganz gut abgeschnitten. Und ich habe einfach auch mal versucht, Spaß zu haben, ohne auf die Kiste zu achten. Auf jeden Fall sehen. Dann hatte ich neue Folgen Zarathustra am Start und das stellte eigentlich auch eins der Highlights in diesem Monat dar, denn das Let's Play endet in diesem Zyklus. Das DLC, das Bonuskapitel, war dann beendet, das Add-on, wie auch immer man es nennen möchte. Das solltet ihr euch auf jeden Fall nicht entgehen lassen, das Ending, also wie gesagt, des Bonuskapitels. Und last, aber ganz bestimmt nicht least, ein Rainbow Six Siege Video, in dem ich die neuen Operator freischalte. Und das war mit Sicherheit auch ein Highlight im abgelaufenen Monat. Was den neuen Monat betrifft, naja, da bereitet mir eine Sache fast schon schlaflose Nächte, denn ich komme bei Apex einfach nicht hinterher. Das mag vielleicht eigene Dummheit oder Faulheit teilweise sein, aber teilweise, es ist ein derart schnelllebiges Geschäft. Die Saison, die neue, die zweite, ist schon wieder vorbei. Es ist gerade mal 2 Monate her. Ich habe heute, bevor ich das Infovideo gedreht habe, ein Pack-Opening zum Schluss der Saison gemacht. Und ich habe jetzt noch aus Saison 1 teilweise Pack-Openings und Cool and Funny Moments Videos. Um mal Zahlen zu nennen, in Bezug auf Apex habe ich noch 900 oder über 900 GB an Zeug, was ich noch gespeichert, aber noch nicht released habe. Und ich weiß nicht, da bräuchte ich einen reinen Apex-Kanal, um das alles rauszuhauen. Ich will zumindest jetzt mal versuchen, im neuen Monat vielleicht mal eine Apex-Woche zu machen oder keine Ahnung was. Es wird auf jeden Fall echt Zeit, dass ich da mal aus dem Keks komme. Und was ich auch ankündigen kann, ist ein komplett neues Projekt, ein komplett neues Let's Play, eine komplett neue Playlist. Denn ich werde natürlich ein neues Wimmelbild anfangen. Wimmelbild-Spiel, muss ich sagen. Allerdings habe ich mir überlegt, es wird diesmal nicht schon wieder Haus der 1000 Türen, obwohl ich das schon in den Startlöchern habe, sondern ich möchte auch mal was anderes zeigen. Nur finde ich gerade momentan nicht wirklich was. Ich habe zwar auf der einen Seite jede Menge Spiele und Keys von Wimmelbild-Spielen hier, aber es ist echt schwer, denn es gibt sehr viele und ich muss erst mal schauen, dass es halbwegs was taugt. Dann muss es komplett in Deutsch sein. Ich habe sehr viele gute, die teilweise oder nur, was weiß ich, ein Teil, es gibt ja meistens mehrere, auf Englisch ist, nur nicht mal Untertitel hat, was ja eigentlich kein Problem ist. Ich kann ja Englisch, aber das will ich euch nicht antun und ich will auch nicht die ganze Zeit übersetzen müssen, nicht bei so einem, ja, Casual-Spiel. Und dann ist vielleicht doch irgendwie so eine Wimmelbild-Szene und dann heißt es Suche, was weiß ich was, Sword, Ball, Picture und Drill und da muss ich überlegen, ja, was ist jetzt nochmal Drill? Ach ja, Bohrer. Und wenn es mir nicht einfällt,
Das muss einfach nicht sein. Da ist es also wirklich schwer, ein Wimmelbild zu finden. Oder wenn ich dann endlich was gefunden habe, wo ich mir denke, ja, jetzt passt es, dann fehlt irgendwas, dann ist irgendein Teil 2 nicht in der CE und dann fehlt das Bonuskapitel und ich möchte euch nicht gerne, so böse es klingt, irgendeine kastrierte Version vorsetzen. Also ich habe noch nicht wirklich gefunden, was ich senden werde. Ich habe es aber auf jeden Fall vor. Ansonsten geht es wie üblich weiter. Black Mirror und diese ganzen Sachen werden weiter gesendet und alles, was halt sonst noch am Start ist, Hearthstone und diese Dinge. Ihr kennt das schon und viel mehr möchte ich jetzt auch gar nicht reden. Ich möchte es endlich mal ein bisschen kompakter halten und deswegen würde ich jetzt einfach sagen, wenn ihr noch was habt, einfach damit in die Kommentare und ansonsten wir sehen uns und hören uns im nächsten Video.